Moin Moin, hier sind die neuen News und ja, es ist ziemlich sehr bedrückte News für mich, auch allgemein. Und es geht um die Abschiffe. Die Abschiffe konnte man vor 2 Jahren erspielen. Eine Partnerschaft von den Blue Steel, die Serie, haben sie eine Partnerschaft gemacht. Und ja, haben für uns ja eigentlich hier so für, sag mal, für ja, das ist was Neues, was ausprobiert haben. Und haben sie für uns ja die Abschiffe, sag mal, programmiert bisschen verändert. Und dazu die Kapitäne. Ja, und letzten Tagen gab es einen Dev-Block, die konnte man jetzt die Kapitäne entfernen. Jetzt kann man den nächsten Patch die verkaufen. Und ja, für die Leute, die das was nicht haben wollen, ihren Willen ist es durchgeregt. Jetzt kann man die Schiffe jetzt verkaufen. Ah, und das finde ich ein bisschen schade. Aber, jetzt kommt das große Aber, eine Sache, für die Schiffe bekommt man fast gar nichts. Wirklich gar nichts. Und warum nicht? Bildschirm schon. Weil die Schiffe insgesamt für die ganzen Schlachtschiffe bekommen wir 1,1 Millionen. Für die ganzen Kreuzer bekommen wir 2,6 Millionen. Und für die Takao bekommen wir 3,3 Millionen. Das sind, warte mal, grob überschätzt. Warte mal, das sind 3. 3, 7. Kann man sagen, ja, kann man Pi mal sagen, fast klappt über 4 Millionen bekommt man. Für die paar Schiffe. Lohnt sich, ich weiß nicht. Die Leute sind froh, die Schiffe loszuwerden, Kapitän alle wegzuhaben, die sind froh, Kohle zu kriegen. Aber die Leute, das behalten wollen, behalte es, weil ich habe nichts dagegen. Wie ihr seht, auf meinem Kanal, ich bin so einer, ich mag das. Und Besonderheit sind die restlichen Kapitäne, was man so alle Feldzüge erspielt haben, pipapo, kann man sie jetzt auch alle entlassen. Wenn man dir keinen Bock auf die hat, kann man entlassen. Außer Yamamoto Isuruka, den kann man nicht entfernen. Willst du dazu auch was sagen, Herr Shark? Oh, ich habe Shark vergessen. Hallöchen. Ja, wollte gerade sagen, so weiß ich nicht, soll ich dazu noch Ja, was sagen? sag was dazu. Ne? Also ich persönlich habe leider nur die Kongos erspielt, aber ich hätte gerne mir die anderen Abschiffe auch erspielt, weil aber damals war ich halt einfach noch nicht so weit und ich persönlich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die Leute sich so aufregen. Ganz ehrlich, wenn sie die Schiffe nicht im Hafen sehen wollen, dann sollen sie unten rechts auf dieses Zahnrad da gehen und sollen die ausblenden und fertig. Dann sehen sie die nicht und fertig. Das Nein, verstehe nein, ich du musst nicht. so sehen, die hassen sowas. Weil ich hätte einen relativ ziemlich sehr krassen Beispiel, aber ich würde es nicht sagen. Das sage ich lieber Char, also mein Char, lieber privat, was ich davon halte. In meinen Augen finde ich einfach von traurig, weil die Abschiffe ist eigentlich, kann man sagen, ein Grund besondere Schiffe eigentlich. Weil sie ein bisschen anders Besonderes, aber weil wir, sag mal, wie Deutsch, die mögen nicht was anderes, ja. Die hassen sowas und die wollen sowas nicht sehen, weil der Shark ist sowas ja, ich glaube, sowas bist du ja eigentlich nicht gewandert, so wirklich nicht, wie ich ja. Nee, also ich kenne die alle nicht, oder was meinst du? Nee, Allgemein also ich mit Animes, hast du damit eigentlich hauptsächlich kaum was zu tun. Ich habe damit kaum was zu tun. Klar habe ich irgendwie auch mal Animes geguckt, so, aber ich kenne jetzt nicht die ganzen, also ich kenne ehrlich gesagt weder Apeggio da oder hier halt jetzt die neuen, kenne ich auch nicht hier, und auch HSF kenne ich nicht, aber also Highschool Fleet, aber ich finde das alles ganz cool gemacht Ja, eigentlich. und Also von Wargaming jetzt so. deswegen. Und es interessiert mich eigentlich auch nicht, ob es da noch irgendwelche Sendungen, Serien zu gibt oder schieß mich tot. Aber ich finde es cool, dass Wargaming das implementiert. Und ich finde auch, dass ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich die Leute darüber so aufregen immer wieder.
Das verstehe ich nicht, weil ich finde, die Schiffe sehen alle cool aus. Weiß ich nicht, muss man echt mal so sagen. Ich würde mich auch über die South Dragon oder so noch freuen, aber ich habe die, ich glaube, die South Dragon konnte man sich ja spielen damals, Ich gehe aber noch. ich hatte sie leider nicht und deshalb. Du konntest du beide ein und konntest du die auch beide kaufen. Ja, genau, aber ja, kaufen halt, ne? Ja, das. Aber so, ne? Ja, und deswegen, ich finde es ein bisschen schade. Ich habe leider die Nachi nicht bekommen, weil da musste man leider Russe killen. Ich war kurz davor, das Ding zu kriegen, aber ganz zum Schluss waren keine Russen nicht mehr. Sag mal, die russische Schiffe, die wurden nur noch gejagt, es waren kaum noch Russen da. Wenn ein russisches Schiff da war, wurde es immer relativ abgeschossen, sehr schnell. Die waren sehr stark auf Fokusfeuer. Die Natchi würde ich gerne in meinen Hafen haben. Die, sag mal, die Stimme habe ich, aber das Schiff habe ich leider nicht. Die alle Schiffe habe ich in meinem Hafen drinnen. Und ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang auch, wo ich die ganzen, ich habe viele japanische Schiffe auch und ich hatte relativ starken, leichten Kapitänmangel gehabt und ich konnte die Kapitäne alle auf meine Schiffe, ja, wie soll man sagen, alle verteilen. Das bitte aus, zack. Weil, wie ihr seht, ich habe alle meine Kapitäne alle auf dem Schiff verteilt, außer zwei. Den anderen Kapitän ist auf den anderen Schiff, was ich drauf habe, ist auf den Dings drauf. Sonst, ich habe alle meine Kapitäne, wenn mein Kapitän Probleme hatte, sag mal, ich hatte relativ guten Kapitän Probleme gehabt mit den Japanern. Was mir das Schiff gefallen hat, habe ich beiden, aber muss ich einen neuen Kapitän machen, habe gesehen, ah, komm. Weil mir ist es grundlegend egal, bei den Optionen, bei den Stimmen, kann man die Stimmen rausnehmen, kann man nur eine nationale Stimme reinklatschen, das ist die Stimme ausgeblendet, pipapo. Aber ich finde es ziemlich sehr gut, was Wargaming eigentlich macht. Die machen ihr Ding durch, das finde ich super. Das ist denen scheißegal, die zugeflammt werden, die wollen so einen Scheiß nicht, die wollen wirklich nur. Ja, es ist eigentlich nur ein Arcade-Spiel. Die nehmen das sowieso auch nicht richtig auch nicht ernst. Die wollen auch ein bisschen rhetorisch sein, aber nehmen es auch nicht so wirklich ernst. Die Leute sollen ein Spiel eigentlich Spaß haben. So, und die Abschiffe waren mir relativ. Ja, ich habe leider die Kongos hatte ich leider zu oft. Nochmal, die Kapitäne zu oft leider bekommen, haben sie auch gesagt. Aber die Kreuzer konnte ich wenigstens alle spielen. Die Takao konnte ich spielen. Das einzige Problem ist, bei den Schiffen sind leider normale Schiffe. Selbst die Takao ist leider ein ganz normales Schiff, leider. Keine Premium-Schiff, gar nichts. Trotzdem, den Symbol habe, ist die Takao ist die Atago? Ja, Genau, richtig. das ist die Atago. Aber sogar eine Standard, also eine Atago ohne Premium, also Tarnung. ohne mehr Geld. Genau. Oh, weißt du? Im Grunde ist das ganz normale T8-Schiff ohne wirklich Premium-Zuhaltung. Die Tarnung ist bei den beiden Schiffen ein bisschen unterschiedlich. Der Takao geht ein bisschen eher früher auf als wie die Atago. Und deswegen, ich finde es mal, die Wargame gibt sich sehr viel Mühe. Selbst, ich mache bei mir kurz verdienst was mal aus. Zack. Ich habe selbst die Source Dragon habe ich drauf. Die Musashi habe ich auch drauf. Ich habe selbst die Kapitäne. Ich habe die Exit Kapitäne extra für die Highschool Fleet extra geholt. Und auch die Tarnung habe ich auch im Video mal gezeigt. Okay, es sind einfach nur Striche hingeklatscht und das war's. Aber die Wargaming geben sich schon ein bisschen Mühe. Weil deswegen, ich habe auch Dings, die Hase Kase habe ich auch. Die Hase Kase hat eine Besonderheit, die hat drei verschiedene Rümpfe. Und das ist eigentlich eine ihre Besonderheit. Deswegen. Und das finde ich nicht schlecht. Weil die geben sich schon sehr viel Mühe bei solchen Sachen. Ich finde es leider ziemlich sehr traurig, bei denen viele sowas ziemlich sehr ja, ablehnen, sowas Buntes, so Helles zu nehmen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade. Deswegen. Und ich bin eigentlich so, für sowas bin ich immer. Für neue Sachen bin ich immer sagen wir mal, für sowas. Freue ich mich immer was Neues, aber Großteil der Community, sag mal, was die machen, ist eigentlich eher für, ja, sag mal, für die geringe Masse, kann man sagen, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also ich Aber würde jetzt dir nicht mal stört das ja sagen, dass nicht. der, ich würde nicht mal sagen, dass der Großteil dagegen ist, aber ich würde sagen, es gibt halt einige, die sind sehr vehement dagegen. Besonders die Deutschen sind dagegen. Großer die Deutschen sind dagegen. Du weißt, die Deutschen sind große Mecker-Heinis. Du, ich bin auch ein Meckern, aber für wenn es so welche geile Inhalte bin ich immer zu begeistert. Deswegen. Und Aber ja. wie Deswegen wollte gesagt, ich, ja. nee, erzähl. Nee, erzähl du. Du Ja, willst, du willst wie erzählen. gesagt, ich bin der Meinung, dass ich glaube nicht mal, dass der Großteil dagegen wettert, weil sonst würden sie ja nicht noch die nächsten, auch noch wieder neue, naja, Abkommen schließen mit anderen, aber sie versuchen halt die Leute, die es nicht mögen, irgendwie. Ja, das für die zu verhindern, dass da was reinkommt, wie Ja. zum Beispiel jetzt letztens mit der Highschool-Fleet, Sammlung. mit dem Katzenkapitän, den man sich erspielen konnte. Da muss man nur sich nur teilnehmen. Die Leute, die sich teilgenommen haben, sie die Katze gemacht. Genauso mit der Sammlung. Ich sage hier, Jungs, wenn ihr euch das, wenn ihr wollt, geht hier auf die Sammlung. Bäm, Ende aus. So. Eben. Und noch eine Sache noch. Wenn ihr wissen wollt, wo ich den Hafen habe ich von Aslan Modpack. Den Aslan Modpack packe ich unter den Videobeschreibung, weil den Hafen hat vier verschiedene, sagen wir, Tagesformen. Einmal früh, Tag, Mittag und Nacht. Den Aslan Modpack packe ich unter die Videobeschreibung. Die Aslan Modpack habe ich von Folge von 1 bis über 200, da sind auch die ganzen Videobeschreibungen, aber diese packe ich unter die Videobeschreibung und den, ja, von den, sagen wir mal, den Patchload-Link mache ich auch rein. Und deswegen, wenn ihr so einen netten, schönen Hafen haben wollt, Aslan Modpack gehen, installieren, dann habt ihr auch den schönen Hafen. Oder wenn ihr, wie ich hier, oder wenn ihr wissen wollt, wie ich hier meine Dings mache, meine Bildchen und sonst irgendwas, schreibt mal so einen netten Kommentar, wie ich das habe, also mal wie ich das mache und sonst irgendwas. Ich würde sagen, deswegen wollte ich so schon wieder über eine lange Minute. Ich bin so echt am Quatschen hier nur. Ist ja unnormal. Ich wollte das eigentlich längst in 6 Minuten eigentlich schon durch haben. Naja. Wenn ihr das wissen wollt, wie ich das so mache, hin und her, schreibt mal rein in den Kommentar. Und ja, wir sagen letzte abschließende Worte für den netten kleinen Thema dafür. Ich finde es gut, dass es diese Schiffe gibt. Ich werde sie auch nicht verkaufen, genauso wenig wie ich die Kapitäne weggeben werde. Genau. Schon alleine, weil du jedes Mal bei einer Kongo einen Sechser-Kapitän dazu gekriegt hast. Und wie gesagt, wenn du auf das unten rechts auf dieses Zahnrad gehst, kannst du den sogar in ganz normalen Kapitän umwandeln, indem du einfach nur auf das Sichtfenster, also auf das Auge drückst. Genau. Ja. Deswegen. Und. Nee, das Also, wollte ich nur und gesagt haben. ja, mal so gesagt, es ist so, ich wollte dazu was sagen. Ich habe noch andere Videos schon dazu gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Und deswegen, ich finde es sowas ziemlich sehr gut, dass Wargaming auch sowas auch durchsieht. Ist egal, wie viele Leute am Meckern seid, hin und her. Es ist alles bunt, wollen wir nicht. Wir wollen nur das Hardcore-mäßig. Wir wollen Gewalt. Film noch, wie wir sagen, in einem anderen Video gesagt, hier film noch Männchen, also Männchen, also Mannequin, auf dem Flakgeschützchen noch steht und kommt eine Bombe drauf und ihn komplett zerfetzt und da, soll man sagen, Blut auf dem Deck klatscht, auf dem Deck ist. Deswegen. Das ist gerade meine Meinung. Solche Hardcore-Leute gibt es ja leider. Naja, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend noch und sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Tschüss.